dass die im Gruyère ein bisschen Probleme haben und nicht Weltmeister sind, das macht mich sicher stolz. Da habe ich vielleicht mit dem ein Problem, aber ich habe noch nicht keinem geredet bis jetzt. Wir sind hier Richtung Semmitalertal und hier bietet es sich eigentlich an, gute Milch zu produzieren. Das Gras aus Land gibt der Milch einen speziellen Geschmack. Wir haben einen relativ strengen Winter, wir haben nicht viel neues Futter, es ist viel altes Gras, das hier gefuhrt wird. Das machen ist für mich aus der guten Milch ein langhaltbares Produkt machen, das am Schluss dem Konsument Freude macht beim Essen. Das, was wir machen, das ist nicht so und er geht's. Das ist ein fortwährender Prozess. Ein grosser Betrieb nimmt die Milch und die eigentlich im Prinzip pasteurisieren und dann mit seinen wenigen Kulturen ein Produkt machen. Und wir nehmen die Rohmilch, möglichst frisch, weil der Vorteil, wir haben die Milch frischer als der Grossbetrieb. Und tun nachher mit diesen Bakterien zusammen und mit denen, die wir noch weiter züchten, tun wir nachher ein Produkt herstellen. Das gibt dann die grössere Vielfalt an Bakterien drin und das gibt dann halt einen grösseren Geschmack. Das Risiko ist halt da, weil wir nachher von der Milch her auch gewisse Bakterien haben, die kommen. Und unsere Kunst ist dann, dass wir dann mit unseren können die eigentlich unterdrücken. Aber es ist das Gespür, wir recken rein. Und wenn man dann den Käse presst, tut man manchmal auch ein bisschen probieren. Dann muss es knirschen auf den Zähnen. Das sind so Beobachtungen, die man hat. Und wo man dann, wenn man gewisse Jahre das gemacht hat, nicht mehr unbedingt alles muss messen, wo man einfach nachher eine gewisse Erfahrung hat und das sieht. Einfach nicht fortschießen. Dass es ein Aha-Erlebnis gegeben hat, das gibt es natürlich gern wieder. Weil man hat immer gewisse Probleme, wo man noch daran arbeitet. Und manchmal lang daran arbeitet. Und plötzlich geht es. Manchmal weiss man nicht warum. Oftmals weiss man nicht warum. Aber das ist nicht einfach einisch aha und fertig. Das ist immer und immer wieder. Mit dem Klopfen schaut man, ob der Käse gerissen ist. Wenn er gerissen hat, hat er im Prinzip eine nicht erwünschte Gärung gemacht, wenn er in diesem Alter schon gerissen ist. Und dann mit dem Stechen und rausnehmen, schaut man dann die Konsistenz des Käses und den Geschmack des Käses. Der Teig sollte möglichst schmeidig sein. Das ist jetzt ein Dezemberkäse, also Winterkäse vom Heu. Und der ist jetzt ein bisschen fester, aber das ist halt Natur. Wenn er im Winter ist, ist der Käse ein bisschen fester. Ich rede gerne noch mit alten Käsern, wie sie es früher gemacht haben. Weil früher haben sie viel mehr darauf geschaut, wie es ist. Heute tut man viel mehr messen. Ich habe das Gefühl, das macht das näher aus. Ich bin auch noch relativ viel, also eigentlich fast 7 Tage in der Woche bin ich im Betrieb. Das ist nicht, weil die Angestellten schlecht sind, aber wenn man alle Tage im Betrieb ist, bekommt man so wie ein Gespür. Es gibt am Schluss einfach einen speziellen Käse. Er hat ein Salzkörnchen, hat ein schönes Aroma, aber ist nicht scharf. Dann haben wir den 20 Monate alt. Der ist spezieller, der ist viel intensiver im Geschmack. Man merkt gut, dass er älter ist, aber er ist nicht beissig, wie vielfach die ganz reifen Gruyère sind. Die 2 grossen Preise sind eigentlich nicht ein Ansporn, für mich ist das mehr wie ein
Bestätigung, dass das, was wir gemacht haben, nicht alles falsch war, was wir gemacht haben. Man sagt ja, der Berner eben eigentlich noch ein bisschen langsam, aber es ist eigentlich eine positive Eigenschaft. Wir machen dafür das, was wir dann machen, macht man eben gut.